Heute gibt es mal wieder ein Guten Morgen-Video. Gerne mal kommentieren, wann ihr dieses Video schaut. Ich habe das jetzt hier um 6.20 Uhr hochgeladen. Gerne mal kommentieren. Es gibt einige Dinge zu besprechen. Wir haben Shop-Leaks und vieles mehr. Fangen wir mal mit der ersten Neuigkeit an. Zu der Aufgabe Sammle Stun-Punkte. Da gibt es einen nice Trick, wie ihr das Ganze schnell lösen könnt. Aber da muss man schon ein paar Versuche reinstecken, damit man das auch instant schafft. Schnappt euch ein Motorrad. Ich hole mir immer Motorräder ganz genau hier. Von diesem kleinen Häuschen. Spawnen da immer zu 100%. Jetzt bauen wir uns mal kurz was auf. Und zwar, ja, machen wir das Ganze mal hier. So, zack, zack. Und jetzt eine mittlere Wand. Ihr könnt das Ganze auch anders machen, indem ihr sowas hier macht. So, zack, zack, zack. Geht genauso. Ist genau dasselbe hier. Ich habe jetzt nur keine Treppe geused hier. Könnten wir aber eigentlich trotzdem machen, sonst komme ich hier gar nicht nach oben. Jetzt schnappt ihr euch euer Motorrad. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht... Ich bin einfach in der Zone. Okay. Ich bin in der... Ey, vielleicht schaffe ich es aber jetzt. Ich bin jetzt hier in der Zone, aber das ist egal. Jetzt geht ihr hier so nach oben und schaut, dass ihr nach vorne fahrt. Und jetzt müsst ihr schauen, dass ihr währenddessen... Ja, genau. Ey, First Try geschafft. Währenddessen ihr springt, muss das Bike nach vorne. Und wenn ihr dann hier in der Mitte seid, passiert das hier. Aber ihr müsst dann halt auch die Stun-Taste drücken. Also ihr müsst nach oben springen, auf die Mitte mit dem Motorrad, dann die Stun-Taste drücken und dann passiert das hier. Und das ist mega funny. Das ist wirklich funny. Ich erkläre euch das Ganze mal jetzt hier nochmal in der langsamen Version, falls es für euch zu schnell ging. Und zwar baut ihr das gleiche wie ich, was ich da gerade gebaut habe. Zwei Bodenplatten, eine Wand, die bearbeitet ihr, so dass es so aussieht wie bei mir auf der kleinsten Stufe. Springt auf die Bodenplatte, so wie bei mir. Fahrt nach vorne, springen, nach vorne drücken das Motorrad. Und dann, wenn ihr genauso dann gelandet seid, müsst ihr sofort die Power Slide Stun-Taste drücken. Also bei mir ist es Kreis. Ihr müsst mal schauen, was unten links bei euch steht. Bei mir steht Power Slide Stun. Das müsst ihr gedrückt halten. Und währenddessen ihr das Ganze gedrückt haltet, sollte das hier passieren. Wenn das hier nicht passiert, kann es sein, dass ihr gerade andere Stunts macht, wie zum Beispiel Bein nach links, Bein nach rechts. Das kann bei euch sein. Es muss jetzt nicht sein, dass es genauso aussieht wie bei mir. Im Shop gab es sogar auch eine kleine Änderung, denn es sind zwei Pakete zurückgekehrt. Die sind aber erst einen Ticken später irgendwie reingekommen, bei mir gegen 2.10 Uhr. Ich hatte vorne neu gestartet, war nichts drin, wieder neu gestartet und dann kamen die irgendwann später halt erst rein. Sehr komisch mal wieder. Die zwei Pakete sind jetzt hier wieder zurückgekehrt. Einmal das Fischpaket mit Skin, zweiter Stil, Backpack, 1000 V-Bucks, kostet 8 Euro. Finde ich nice. Das hier ist so ein wildes Bundle, kostet 15 Euro. Und, okay, ein Start fehlgeschlagen, einfach kurz ausblenden. Es gibt hier so viele Dinge für 15 Euro. Ein Skin, Backpack, Spitzhacken, noch mehr Spitzhacken. Lackierung, die wirklich sehr nice ist, es geht aber noch weiter. Lackierung und ein Emote. Also ich glaube, so viel kriegt man fast nirgendwo in einem Bundle. Das ist sehr nice. Heftig wäre noch, wenn da irgendwie 1000 V-Bucks dabei wären. Ist ein krasses Paket, was sich lohnt. Wenn ihr gerne euch was kaufen würdet, einfach hier dran denken, CC zu benutzen. FERJUSYT. Kuss geht raus an alle Supporter. Und Kuss geht raus an alle neuen Abonnenten. Vielleicht schaffen wir noch dieses Jahr die 140k. Ist ja das Ziel. Also falls ihr nicht abonniert habt, gerne abonnieren. Heute bin ich auch live hier auf YouTube um 18.15 Uhr. Ich denke aber mal, das wird um 18 Uhr schon beginnen, damit ihr da Bescheid wisst. Wir werden wieder ein bisschen zocken, ein paar Aufgaben erledigen und vieles mehr. Kommen wir mal zu den ganzen Shop-Leaks, denn wir haben sogar zweimal Shop-Leaks. Ein neues Spin-Paket wird demnächst in den Item-Shop kommen. Hier steht zwar 19. Für uns sollte das Ganze aber am 20. Dezember in den Shop kommen. Also in ganz genau 5 Tagen bekommen wir hier ein Paket mit zwei Emoticons, einer Spitzhacke, ein Emote und diesem Skin. Eventuell bekomme ich das Ganze einen Ticken günstiger, weil den Skin habe ich, Spitzhacke habe ich. Ich glaube, das habe ich nicht. Das heißt, für mich wird es wieder einen Ticken günstiger. Dann kommt das Paket wieder zurück im Shop, auch am 20. Hier steht wieder 19. Aber für uns der 20. Einmal mit dem Skin, der schon sehr funny ist. Dann einmal flatterhaft das Emote, Spitzhacke, Gleiter und einmal Backpack vom Skin. Ich glaube, die Spitzhacke besitze ich, das besitze ich und das, eventuell sogar auch den Skin. Ich glaube, hier bekomme ich nichts günstiger. Ich glaube, viele von euch wollen ja unbedingt so schnell wie möglich immer die ganzen Gratis-Skins freischalten. Und jetzt habe ich etwas gefunden, womit ihr den Adeline-Skin, der ganz genau hier drin ist, früher euch freischalten könnt.
schauen wir uns das Ganze mal an. Und zwar habe ich das Ganze auf Twitter gesehen, der Post von Matteo, der hat das Ganze hier gepostet. Und zwar müssen wir ganz genau diese 4 Geschenke geöffnet haben, damit wir dann ganz genau dieses Geschenk früher öffnen können. Also das heißt, wenn ihr zufälligerweise, ganz, ganz zufällig, auf der linken Seite zum Beispiel das geöffnet habt und die Musikplatte, dann macht die nächsten 2 Tage das blaue auf und das rote, hier das große rote. Und am 5. Tag könnt ihr dann diesen Skin, dieses Geschenk, öffnen und bekommt dann sozusagen den Skin in 5 Tagen. Und das ist schon recht früh. Ihr steht ja erst am Schluss. Aber wenn ihr die 4 öffnet, dann bekommt ihr das 5. und zwar den Skin. Das Problem ist jetzt aber nur, ich weiß nicht, was mit denen ist, die jetzt zum Beispiel, so wie ich jetzt zum Beispiel hier, ich habe das geöffnet, das wäre jetzt schon mal richtig gewesen. Aber ich habe heute, beziehungsweise gestern, das hier geöffnet. Jetzt ist die Frage, wenn man jetzt zum Beispiel hier eins geöffnet hat und man sich denkt, ey, bekomme ich jetzt den Skin auch früher, wenn ich die 4 danach öffne? Das ist so die Frage. Ich würde sagen, ich teste das die nächsten Tage für euch, weil ich habe ja eins auf der rechten Seite geöffnet und nicht hier, hier, hier. Ich mache es jetzt so, dass ich die nächsten Tage die 3 öffnen werde und dann versuchen, den Skin freizuschalten. Wenn es nicht geht, dann müsst ihr halt echt zu Beginn immer erst diese 4 öffnen und dann euch den Skin abstauben. Ich hoffe, ihr habt das Ganze ungefähr verstanden. Also falls ihr zufälligerweise noch keins geöffnet habt, der Geschenke, oder 2 von diesen 4 oder 1 von diesen 4, macht die 4 als erstes auf und ihr bekommt den Skin. Das ist so das, was ich euch jetzt sagen kann. Wenn ihr eins woanders aufgemacht habt, macht jetzt mal die nächsten 4 hier auf. Das werde ich machen und ich werde euch dann auf dem Laufenden halten, ob das Ganze dann auch funktioniert. Das war es dann auch hier schon mit den guten Morgen-Neuigkeiten. Ansonsten im Shop gerne CC benutzen. Kuss geht an der Stelle raus.